Jo meine Lieben, zum Showdown und mit Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute machen wir, wie es im Titel seht, Top 3 Minecraft Shader, die auch auf schlechten PCs laufen, Leute. Und auf der Nummer 3, Leute, steht der gucken jetzt mal in die Video Settings und zwar zum Shader. Auf Platz 3 ist der Chocapic 13v5 Light und Medium, also Leute, also für Leute, die einen komplett schlechten PC haben, würde ich den, ich mach's mal nach der Reihenfolge hier. Also für Leute, die ja noch einen PC haben, der noch nicht komplett scheiße ist, noch klar geht und nicht so gut ist, die sollten den Medium Shader nehmen, Leute. Ich habe jetzt zwar nur 23 FPS, aber es sieht eigentlich schon mega geil aus. Also Leute, ihr seht es auch hier schon, das Wasser bewegt sich, der Squid ist sogar grün, what the fuck. Und das Wasser ist halt auch grün, es sieht auch von drinnen mega cool aus und nice. Und eine Version schlechter, Leute, ist natürlich dann auch der Chocapic V5 Light Shader und das läuft echt, müsste so gut wie auf jedem PC laufen, also der ist echt schlecht, Leute, und zu jedem Shader, den ich hier vorstelle, ist der Link in der Beschreibung. Also ihr seht hier, das Wasser sieht richtig schön aus, die Sonne reflektiert auch aufs Wasser drauf, es spiegelt zwar nicht unbedingt, aber es sieht halt nice aus, das Wasser bewegt sich, hier die Pflanzen, die bewegen sich auch alle, die Blätter von dem vom Baum, die bewegen sich auch eigentlich alle einigermaßen, okay, nicht sehr krass, aber es sieht halt schon sehr krass schön aus. Und zum Beispiel hier die Lava, also da sieht man richtig fett, wie die Sache leuchtet, weil guck mal, wenn ich hier jetzt reingehe, kann man diese Lava auch einfach als Fackel benutzen, Leute. Und um den Shader einfach auszuprobieren, würde ich einfach sagen, wir probieren es einfach mal auf einer Runde Gommi HD in Skywars aus, bis gleich. So, Leute, Alter, hier sieht man es auch nochmal richtig fett, wie die Sonne hier durch diese Schlitze durchscheint. Das Wasser sieht einfach auch immer noch mega nice aus, Leute. Es sieht also, ich finde es echt richtig schön eigentlich, den Shader. Und der ist halt auch für PvP extrem gut. Also, es ist nicht so ein Shader, wo man sagt, okay, der sieht ganz schön aus, aber für PvP kannst du den vergessen. Sondern der sieht auch bei PvP richtig nice eigentlich aus, weil wenn ihr das so anguckt, kann man den eigentlich für alles benutzen, Leute. Und selbst wenn ihr einen nicht so guten PC habt, wie es bei mir der Fall ist, ich habe nur so einen Durchschnitt eher schlechten PC. Und deswegen kann man da alles nehmen. Und was haben wir? 7 Dias, direkt eine Hose. Da ich mir sagen würde, ich will die Runde nicht so hart in die Länge ziehen. Zack, die Schutzzeit endet in 10 Sekunden. Meint ihr, wir kriegen den da hinten? 3, 2, 1. Ba! Ciao, Alter! Direkt easy geholt, Leute. Zack. Bam! Okay, dann gehen wir einfach mal einen weiter. So, Alter, habe ich meine Blöcke gedroppt? Achso, ich habe sie da reingepackt. Und dann würde ich einfach mal sagen, dann gehe ich direkt mal einen weiter. Zack. Boom! Bam, 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 der nächste weg, Alter, Leute. So easy geht die Sache, Alter. Survival Games Profi, das bin ich. So, zack, und das war's dann auch schon wieder. Und wir sehen uns beim nächsten Shader. So, Leute, und der nächste Shader, den ich euch dann vorstelle, ist der schöne auf der Nummer 2, der Dr. Dreads Shader. Also, Leute, ich gehe hier nicht wirklich nach einer Rangliste. Ich zeige euch echt nur ein paar schöne Shader. Also, der Shader ist schön, frisst auch nicht sehr viele Ressourcen. Und es ist immer, also, es ist der Dr. Warte mal, ich zeig's euch mal. Zack, Shaders. Dr. Dreader, die Low Edition. Also, noch nicht die Light Edition. Es ist noch ein Stück vor Light. Und da sieht der echt, wie nice es aussieht. Das Wasser sieht ultra nice aus. Es spiegelt sogar so ein kleines bisschen. Wenn man so richtig drauf guckt, dann spiegelt es sogar ein bisschen. Den Squids geht es irgendwie nicht so gut, alles klar bei euch. Und es sieht halt einfach ultra nice aus. Hier sieht man richtig, wie einfach die Lava richtig auffällt, Alter. Die Sonne, die scheint einen richtig rein, aber blendet einen nicht zu sehr. Obwohl, wenn man reinschaut, blendet sie schon. Aber hier hat man einfach auf die Sonne an sich verzichtet, damit mehr Leistung drin ist. Und es sieht einfach ultra nice aus, Leute. Und wie gesagt, Link zu dem ist auch in der Videobeschreibung. Wenn ihr mal schön zocken wollt und aber nicht das Geld für einen richtig krassen PC habt, dann auch für schlechtere PCs könnt ihr das hier direkt nehmen, weil, Alter, ich finde, es sieht einfach mega schön aus. Also, kann man nichts sagen. Die Blätter, die wackeln genauso, das Wasser wackelt, wackeln sogar die Blumen, die bewegen sich. Das ist einfach ultra nice, Leute. Und da würde ich einfach sagen, wir probieren den hier auch direkt in der Runde Skywars aus. Bis gleich. So, Leute, Alter,
Ja moin, hier überschwemmt einfach alles, aber gebt euch das. Allein wenn wir hier rauslaufen, wie die Sache hier ultra schön aussieht. Also, und das Wasser sieht eigentlich auch ultra nice aus. Und der ist auch eigentlich auch super für PvP geeignet, so. Und deswegen, Leute, ihr könnt mir vertrauen, er ist echt, diese Shaders sind echt für schlechte PCs gemacht. Und deswegen, ich stelle euch einfach noch am Ende vielleicht noch ein paar vor, wisst ihr, Leute? Da so Zusatzshader, die ihr da mal seht, die dann nochmal eine Schippe noch schlechter sind als, wenn alles nicht klappt, dann habe ich noch am Ende einen Shader für euch, das als kleiner Bonus. So, dann packen wir das hier einfach mal an. So, zack, 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 zack. Wollen wir direkt mal zum Gegner? Also ich würde direkt mal in die Mitte gehen, Leute. Da wir keine Enderperle haben, muss ich mich einfach jetzt direkt in die Mitte bauen. Ja, moin. Okay, Leute, das ist halt immer dieses Problem bei den Light-Shadern, dass es immer so ein bisschen flackert. Das ist halt immer ein bisschen blöd, aber ich denke mal, Leute, wenn ihr sowieso keinen krassen PC habt und nur die Leistung wollt, dann werdet ihr das in Kauf nehmen. Und Leute, dann kommen wir mal zum nächsten Shader. Leute, meine absolute Nummer 1 ist der Sylas Vibrant Shader Light für die Version hier, Leute. Und ich glaube, ich muss da gar nichts dazu sagen. Dieses Wasser sieht einfach ultra schön aus. Also ich finde es einfach richtig schön. Allein dieser Effekt hier, der gibt mir den Rest. Und die Sonne, die sieht auch nice aus. Die Wolken, echt schön. Also das ist zwar ein Shader, bei dem man etwas weniger FPS hat. Und ich denke, das kann man eigentlich in Kauf nehmen. Denn ich finde es mal, lustig, wenn Leute sagen, ja, das ist ein Shader für schlechte PCs, aber dann mit ihrem richtig krassen PC einfach die Shaders nehmen. Und der sieht halt einfach ultra nice aus. Der Schatten, der sieht halt auch richtig schön aus von meinem Skin. Gar nicht, also null verpixelt eigentlich. Richtig schön sieht er aus. Und wenn wir jetzt mal in die Höhle gehen, dann, warte mal, wenn wir mal eine Fackel, ich hab's noch auf Englisch, Torch. Wenn wir jetzt mal eine Fackel nehmen und da reingehen, Leute, haben wir den Effekt. Hä, lol, wir haben den Effekt gar nicht. Okay, krass, das ist der erste Shader, bei dem man nicht den Effekt hat, dass man die Fackel in der Hand nimmt und da Licht kommt. Aber trotzdem, Leute, ist es trotzdem extrem schön. Und das spart auch ein bisschen an Leistung. Und dann, Leute, würde ich euch einfach mal sagen, wir sehen uns in der Runde, wo wir mit diesem geilen Shader hier ein bisschen PvP spielen. Und Leute, Alter, gebt euch das mal, wie das Wasser hier rauskommt, Alter. Wie wir, wenn wir hier reinlaufen, wie das aussieht, Alter. Das ist doch ultra nice. Und das Wasser hier, das ist einfach, wow, wow. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen, Leute. Und ihr seht, in der Skywars-Runde sind natürlich die FPS mehr. Aber trotzdem, Leute, also ich weiß, ich finde es einfach ultra schön, ehrlich gesagt. Also ich kann da auch nicht viel mehr dazu sagen. Es sieht einfach richtig schön aus, frisst nicht sehr viel Leistung. Und ich sag's mal so, Leute, sogar mein PC verzweifelt bei diesen Ultra-Shadern. Und mein PC ist eigentlich relativ gut, obwohl auch nicht der beste. Also gehört schon zu den schlechteren PCs, jetzt in der PC-Preisklasse sozusagen, gehört mein PC zu den eher schlechteren. Oha. Okay, will der Stress. Wow. Wow. Ah, Hammer. Jo, das war's dann. Und dann sehen wir uns, Leute, bei dem Bonus-Shader, mit dem wir zwar keine Runde Skywars spielen, aber sie sind trotzdem erwähnenswert. Bis dann. So, Leute, als allererstes zu erwähnen, der Paolos Legless-Shader. Und Link zu diesen Bonus-Shadern hier ist auch in der Videobeschreibung. Das sind hier so Shader, die sehen eigentlich auch gar nicht so schlecht aus. Halt nicht so krass wie die anderen. Das heißt, das Wasser ist hier jetzt nicht so irgendwie krass besonders. Hier ist sogar ein bisschen dunkel, richtig komisch. Und es sieht halt alles nicht so heftig krass aus wie bei den anderen. Das Wasser ist trotzdem relativ schön gehalten. Wir haben zwar jetzt keine Wolken, aber wir haben trotzdem noch eine schöne Sonne. Und ich gehe mal davon aus, dass wir diesen Effekt haben, wenn wir in die Höhle reingehen, dass die Fackel in der Hand bleibt, auch nicht haben. Nope, haben wir auch nicht, aber es sieht halt trotzdem schön aus. Und ich finde, für Leute, die keinen sehr krassen Shader, keinen krassen PC haben, ist es trotzdem eine schöne Erweiterung. Der Schatten ist halt ein bisschen verpixelt, aber sonst, Leute, dann sehen wir uns einfach beim nächsten Shader wieder. Bis gleich. So, Leute, der nächste Shader ist der Magic Melon Shader. Auch eigentlich ein ganz nicer Shader. Ich weiß gar nicht, warum ich den nicht mit reingenommen habe. Er sieht, also ich glaube, ich nenne das Video gar nicht mehr Top 3, sondern ich nenne es einfach Top 3 plus extra.
Und der sieht eigentlich nice aus. Und das ist einfach so ein Shader, den benutzt du nicht für PvP, sondern einfach für irgendwelche Singleplayer-Sachen. Der ist zwar jetzt hier, wenn ihr mal anschaut hier, es ist eigentlich sogar dieser Effekt, dass wenn man auf diesen Baumstamm schaut, die anderen Sachen daneben ausblenden. Und das finde ich halt ultra geil. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass man hier diesen Effekt hat mit der Fackel. Hat man den irgendwie gar nicht mehr bei gar keinem Shader. Okay, ist ein bisschen schade, aber es sieht immer noch richtig schön eigentlich aus. Selbst wenn man hier auf Wolken verzichtet oder auf eine krasse Sonne, die einen blendet, sieht dieser Shader immer noch schön aus. Und das Wasser sieht eigentlich auch ganz nice aus. Und dann sehen wir uns beim nächsten Shader wieder. Und Leute, wenn echt überhaupt nichts geht, dann den Mr. Meeps Shader. Denn wenn ihr hier guckt, Leute, das Wasser sieht nicht so wirklich krass aus, also es sieht normal schön aus, ein bisschen bearbeitet, man sieht's, ja, aber nicht wirklich. Die Sonne, an der hat man echt auch krass gespart, aber das einzige Gute hier an diesem Mr. Meeps Shader ist, wenn du hier in dunkle Räume reingehst, dass du sie, sogar wenn du eine Fackel in der Hand hast, einfach erhellen kannst. Sowas ist einfach ein gutes Feature für, wenn du ein Singleplayer irgendwas machst. Und das wäre einfach die letzte Option, Leute. Und da würde ich einfach mal sagen, das soll es vom Video gewesen sein. Ich hoffe, bei den Shadern hat euch einer gefallen, den ihr in Zukunft verwenden könnt. Und dann würde ich einfach mal sagen, haut rein, mach's gut und ciao.